Hallo und somit ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen und vor allem wieder mal spontanen Video auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Aber irgendwie kamen die immer ganz gut an, die spontanen Videos bei euch. Ich habe heute oder war schon gestern Abend eine komische, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, E-Mail von DJI erhalten. Ich denke mal, einige oder sogar auch viele von euch haben die auch bekommen. Vor allem die, die bei DJI im Online-Store schon mal irgendwelche Drohnen gekauft haben. Das mache ich schon sehr oft. Und da steht sowas wie, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt berechtigt, DJI Select zu bestellen. Ich so, hä? Hab mir das Ganze dann so angeguckt, auch nicht wirklich verstanden, was bekommt man denn von diesem DJI Select? Kostet nämlich 29 Euro das Jahr. Ich habe das Ganze bezahlt und dann sieht man die Leistungen auch, die man bekommt. Und da ist sowas wie exklusive Coupons, Geburtstagsrabatte, Deals für Mitglieder, früher Zugang zu neuen Produkten. Da hat es bei mir Klick gemacht. Das war auch der Grund, warum ich das Ganze bestellt habe. Ist für mich sehr wichtig, da ich ja viele der Drohnen, die ich hier von DJI zeige, selbst kaufe, möchte ich als einer der ersten das Zeug für euch zeigen. Ich werde mich gleich ganz gemütlich hinsetzen und den iPhone-Screen für euch abcapturen und zeigen, was man im Endeffekt bekommt, denn das war nicht wirklich einsichtlich, bevor man das Ganze bezahlt hat und dann auch angenommen wurde. Und des Weiteren werde ich auch den Link zu diesem Select unten in der Beschreibung mal platzieren für die, die diese E-Mail überhaupt nicht erhalten haben. Keine Ahnung, ob ihr berechtigt seid oder nicht oder ob es dann klappt, wenn ihr euch da anmeldet, aber wir probieren das Ganze mal zusammen aus. Ich denke, ist ganz interessant für die Leute, die demnächst was bestellen wollen und vielleicht dann auch den Mavic 2 oder was da kommt, als einer der ersten haben möchten. Hier das perfekte Setup, wie man wahrscheinlich auf Video noch fetter aussehen kann, als man in echt ist. Schön Weitwinkel dran, von unten hoch am Kinn, ne, das macht immer schön dick. Am besten immer wie die Emos früher, gibt es eigentlich noch welche, von oben runter filmen, dann sieht man ein bisschen fotogener aus. Ich will ja hier keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern euch mal zeigen, was hier überhaupt gekommen ist und was das ist. Ihr seht es schon, ich habe die E-Mail geöffnet, die ich bekommen habe, und ich habe vorhin gelogen. Ich habe sie gestern Vormittag schon erhalten, nicht gestern Abend oder heute Abend. Da war ich schon ein bisschen durcheinander. Und wir sehen schon im Betreff bis zu 50% Rabatt, bevorzugter Versand und mehr. Und da steht hier sowas wie, herzlichen Glückwunsch, Sie sind berechtigt, DJI Select zu bestellen. Und dann kann man hier auf mehr erfahren. Da unten stand auch eben noch, dass das 29 Euro im Jahr kostet. Ist aber auch wohl nur bis nächstes Jahr gültig, so wie man das in dieser Infoseite erkennt. Und dann sieht man hier sowas wie exklusive Coupons, 50% Rabatt auf DJI Care und DJI Care Refresh. Hört sich ja schon mal ganz geil an. Das ist diese Versicherung, nenne ich sie mal, falls ein Kopter mal abstürzt, dass man einen neuen bekommt. Und 50% Rabatt hört sich ja schon mal gut an. Und dann jetzt der Punkt, der für mich sehr wichtig war. Früher Zugang zu neuen Produkten. Erhalte neueste Drohnen am schnellsten. Yes, that's what I want. Okay, Deals für Mitglieder und Geburtstagsrabatt. Gönn dir was. Okay, und das war's auch schon. Und dann steht hier, wie trete ich Select bei? Ja, bestellen, Berechtigung erhalten und Select beitreten. Wow, mehr sieht man nicht. Wer weiß, vielleicht ist da ein Coupon, man meldet sich an, zahlt 29 Euro, DJI macht sich ein schönes Leben draus. Und dann habe ich das Ganze per PayPal bezahlt. Nachdem das Ganze bezahlt wurde, kam diese Mail von wegen, willkommen bei DJI Select, congrats. Willkommen bei DJI Select. Na gut, wir müssen jetzt hier den ganzen Misch nicht durchlesen. Erinnert mich so ein bisschen an Amazon Prime, wo man für eine Gebühr im Jahr einfach Vorteile erhält. Muss nicht direkt verkehrt sein. Das Konto habe ich geöffnet, oben natürlich meine Daten zensiert. Ist ja klar, will ja keiner so wirklich preisgeben. Hier sieht man schon die letzten Bestellungen, die ich gemacht hatte. Einmal den Tello und dann den Mavic Air. Das sind auch meine Bestellungen, die man nochmal aufrufen kann. Ich sehe da jetzt nicht direkt irgendwie Kauf beschleunigen oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich macht das System, was dann rafft, okay, da ist dieser komische Partner bei uns, der kriegt das schneller. Wir gehen aber jetzt erstmal auf meine Geschenkkarten und Gutscheine, die ja hier angepriesen worden sind. Hier die Ansicht auch zensiert, weil sonst seht ihr ja meine ganzen Codes. Ihr könnt diese übrigens auch an Freunde weiterreichen, wenn ihr denkt, oh, die werde ich gar nicht verbrauchen können. Aber jetzt muss ich mal gucken. Hier zum Beispiel dieser 50% off DJI Care Coupon. Ne? Das war ja schon in der Mail eben. Dann sieht man hier 1, 2, 3, 4, 5 Coupons, wo man immer 20% auf irgendwelches Zubehör bekommt. Wahrscheinlich Taschen, Akkus und so weiter für 20% günstiger bekommt. Falls ihr da demnächst mal irgendwie, keine Ahnung, 4, 5 Akkus bestellt,
bestellen müsst oder sowas, was wirklich viel Asche kostet, da wird sich so ein 20% Coupon schon rechnen, dann hättet ihr die 29 Euro schon raus. Ist mir ja im Prinzip wirklich egal, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich wollte euch einfach nur in diesem Video mal zeigen, was bekommt man denn, wenn man diese 29 Euro bezahlt hat. Man hatte nicht direkt Einsicht oder es ist vielleicht irgendwo versteckt und man sieht es nicht direkt. Aber hier habt ihr es jetzt bei mir 1:1 offengelegt, was genau ihr bekommt. Was ich dann zu meinem Geburtstag nächstes Jahr bekomme, am 9. Januar, das ist ja noch in dieser Zeitspanne drin zum Glück, deckt ja auch ein Jahr ab, ist ja logisch, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich irgendein Rabattcoupon oder so. Aber für 29 Euro sollte man jetzt auch nicht so viel erwarten. Gut, so viel zu diesem DJI Select und der mysteriösen E-Mail von DJI selbst. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen zeigen, was das ist. Und unten in der Beschreibung habe ich euch einfach mal so einen Link dazu platziert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich am Wochenende mit dem nächsten Video. Bis dann. Ciao.